Hi, ich bin Annabelle Frenzen und heute erzähle ich euch, wie alles angefangen hat. Wir haben seit 5 Generationen diesen Hof und ich bin die 4. Generation, die mit Pferden zusammenarbeitet. Und ich glaube, ich saß schon auf dem Pferd, bevor ich laufen konnte. Krefeld im Rheinland ist, glaube ich, eine ziemliche Hochburg auch. Also es sind viele Ställe dicht zusammen, viele Turniere auch im Jahr. Ja, hier kann man schon sich austoben als Reiter. Mit 4 Jahren durfte ich einmal in der Woche, hatte ich eine Reitbeteiligung auf einem kleinen weißen Pony bei uns hier im Stall. Den durfte ich einmal in der Woche reiten und ja, das war so ein kleiner Frecher. Also der ging immer nur links rum und immer wenn ich rechts rum reiten wollte, hat er mich runtergeschmissen. Also ich glaube, ich bin fast jede Stunde runtergefallen. Mein erstes eigenes Pony habe ich erst bekommen, als ich 6 Jahre alt war, und zwar zu Weihnachten. Das war auch ein Riesenerlebnis für mich, weil das Pony kam mit einer roten Schleife um den Hals durch den Flur und guckte so ins Wohnzimmer rein. Und ich habe das erst überhaupt nicht verstanden, dass ich das Pony jetzt geschenkt bekommen habe. Das war für mich wahnsinnig toll. Mit dem bin ich dann auch Reiterwettbewerb E- und A-Dressur geritten und hatte auch sozusagen meinen ersten überregionalen Erfolg mit dem, weil ich bin bei diesem, es war so ein Reiterwettbewerb, der über ganz viele Qualifikationen ging und das Finale war damals in der Philipshalle in Düsseldorf. Und das habe ich da damals gewonnen und bin dann das erste Mal von Nicole Uphoff interviewt worden und so. Und das war schon eine ziemlich spannende Sache und auch ein großer Erfolg. Das war Nero. Meine Eltern haben eigentlich immer versucht, dass ich so die richtigen Ponys zu reiten habe. Aber es war nicht so, dass die Ponys vorher schon 1000 Erfolge hatten und ich mich nur noch draufsetzen musste, sondern wir haben die immer zusammen ausgebildet. Meine Mami hat damals meine Ponys mitgeritten. Und ja, umso schöner war es halt nachher dann zu sehen, so, das haben wir jetzt erreicht und die Erfolge haben wir uns selbst erarbeitet. Meine ersten deutschen Jugendmeisterschaft, also wo es dann so ein bisschen ernster wurde, war in Aachen mit 12 Jahren. Da bin ich mit Brandhops Caprisan an den Start gegangen und war dann am Ende das kleinste Mädchen auf dem kleinsten Pony im Finale. Und es war auch ziemlich cool. Danach kamen meine beiden besten Ponys. Das war einmal Flamenco Star, den hatte ich von Stassen Gestüt Bönninger zur Verfügung. Und einmal Going Top, den hatten wir zusammen mit Ulf Möller. Und mit Flamenco Star habe ich es dann auch bis zur Euro geschafft. Da bin ich 2006 in Saumur in Frankreich Mannschaftseuropameisterin mitgeworden. Danach kam dann der Umstieg sozusagen aufs Großpferd. Da habe ich wieder ein Pferd bekommen, Royal Rubin hieß der. Mit dem habe ich am Ende dann, ich glaube, 27 S gewonnen und mein goldenes Reitabzeichen erritten.